Ja, hallo, mein Name ist Mario Frey, ich bin Sportwissenschaftler und Personal Trainer in der Sportpraxis Linz. Ich zeige euch heute ein paar einfache, aber sehr effektive Übungen, die Sie im Büro durchführen können, direkt am Arbeitsplatz mit dem Theraband. Die erste Übung ist speziell auch für die Schulterblattfixaturen, sprich die Muskulatur, die meine Schultern schön nach hinten bringen, weil natürlich die gesamte Arbeit immer vorne ist, man hat die Arme vorne und die Übung bringt die Schultern schön zurück. Das Theraband ungefähr hüftbreit nehmen, über die Daumen legen, einmal eindrehen, leicht unter Spannung halten, die Ellbogen bleiben am Körper. Das Wichtige dabei, den Bauchnabel entziehen, dass man eine Spannung in der Bauchmuskulatur hat und dann mit dem Ausatmen die Arme leicht auseinanderziehen, die Ellbogen bleiben am Körper, 2 Sekunden die Spannung halten, wieder zusammengeben und das Gleiche noch einmal auseinanderziehen, Spannung halten, zusammengeben und dann folgt die nächste Wiederholung. Das Ganze probieren Sie 10 bis 15 Wiederholungen und dann dürfen Sie eine Pause machen. Die nächste Übung, das Latziehen. Diese Übung bringt die Schulter, die ja meistens nach oben gezogen wird, speziell in der Winterzeit, wenn es kalt ist, verkrampft man relativ schnell mit der Schulter. Diese Übung bringt die Schulter wieder schön nach unten. Das heißt, Sie nehmen das Band ungefähr hüftbreit, gehen die Arme nach oben, ziehen das Band leicht auseinander, sprich eine leichte Spannung, den Bauchnabel wieder nach innen, dann das Band etwas mehr unter Spannung bringen und die Ellbogen nach unten ziehen. Wieder langsam nach oben, Spannung halten und wieder nach unten ziehen. Das Ganze wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Ja, und die nächste Übung, Pfeil und Bogen. Einerseits eine Rotationsübung, Mobilisationsübung für die Wirbelsäule und auf der anderen Seite wieder die wichtigen Muskelgruppen für eine gute Haltung, für einen entspannten Nacken und eine entspannte Wirbelsäule. Das Band wieder ungefähr hüftbreit nehmen, festhalten, leicht in der Spannung setzen. Und dann stellt man sich vor, in einer Hand hält man den Bogen, in der anderen den Pfeil. Eine Hand nach vor, eine zurück. Wieder zurück in die Ausgangsstellung und wechseln. Den Oberkörper leicht mit rotieren und wieder wechseln. Das Ganze wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Ja, die nächste Übung für den Bizeps. Dann nehmen Sie das Band, geben Sie das Band unter den Schuhen hindurch, draufsteigen. Das Wichtige, schön aufrecht sitzen, den Bauchnabel wieder nach innen ziehen, Oberkörper leicht nach vorne gebeugt und dann Band festhalten, einmal den rechten Arm beugen, langsam wieder nach unten geben und den linken Arm beugen. Und im Wechsel, einmal rechts und einmal links. Das Ganze wieder 10 bis 15 Wiederholungen. Man kann natürlich auch ganz andere Übungen machen. Get fit for business!